Meine sehr verehrten Damen und Herren der heutigen Gesellschaft, man hört, ich bin immer noch ein bisschen downgegradet. Das will sich noch inklusive dieser Folge noch 5 Episoden hinziehen. Aber ich denke mal, das kann man verkraften und wir sind, glaube ich, heute an der Sache, hier ein bisschen aufzuräumen. Oder wenn wir das jetzt am Ende tun, ich weiß es nicht. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber ich glaube, das werden wir dann erst in der letzten oder letzten Episoden tun. Denn, ja, wenn wir alle Bezüge erkundet haben, können wir dann auch Sachen erkunden und tun und machen. Aber das dann erst irgendwann mal in 20.000 Episoden. Nein, natürlich nicht. Assassin's Creed geht eh nicht so lang. Also werden wir vielleicht in knappe plus minus 50, 60 Parts durch sein. Also werden wir uns nicht ganz lange damit aufhalten. Aber gut, haben wir zumindest mal das erkundet und können wir jetzt auch schauen, wo was zu suchen ist. Ich denke mal, bevor wir hier irgendwas noch machen. Wo ist denn eigentlich so der nächste Hauptauftrag oder Auftrag? Ist es in der Kutsche? In dem Zug? Ich glaube, ich werde aber erst zu noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel hier noch dem Robert Topping helfen. Das wäre auch noch was. Also wir helfen jetzt eigentlich sozusagen an anderen. Wir befreien mal kurz alle Sachen und tun und machen. Kurz halt nehmen wir das Busche hier mal kurz ein und werden jetzt ein bisschen schneller umherfahren als der Herr. Das heißt, das Pferd muss mal ein bisschen Gummi geben. Ich denke, das wäre eigentlich verkehrt, wenn wir das nicht machen könnten. Also daher finde ich es auch gut so. Das Pferd muss mal ein bisschen leiden. Eigentlich natürlich nicht Pferde oder generell Tiere sollten ja nicht leiden. Toten sind immer so bescheiden. Schön, hä? Du kannst dich einfach mal verpissen. Warte nur, bis ich meinen Ball geschärft habe. So. Wo möchtest du jetzt hin, hä? What's that all about? A quiet moment in London, I suppose. Wohin möchte der Herr? Wo möchte denn der Herr? Excuse. Hier, willst du was haben? Naja. Ich muss leider mit dir sprechen, mein Herr. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady? Ich bin Robert Topping. Der beste Buchmacher Londons zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Selber in den Ring treten? Ist das eine Option? Sie können bestimmt ein Abenteuer gebrauchen. Melden Sie sich bei mir. Das wird ein Spaß. Was ist los? Hurra! Endlich mal ein echtes Talent. Ach. Ja. Und? Hast du was dagegen, wenn ich dich kurz den Arm verrenke? Ja. Unter Druck setzen. Ich bin Level 4, du Mongo.
Bestimmt. Aha. Oh, schon ein bisschen schwerer, hä? Hey! Wie gesagt, ausweichen. Kurz an hier so. Holla! Nee, nee, nee. Kurz an aus. Zeug ausmeiden und. Ja, ja. Das ist ein bisschen fail, aber na gut. Uiuiuiuiui, da geht nichts weg hier. Wenn ich groß bin, will ich sein wie Sie. Natürlich, weiter geht's. Boah. Das ist der letzte Teil der Welt. Viel Spaß. Holla. Uiuiuiui. Ui! Holla! Ey! Also nachlässig werde ich bestimmt nicht. Und der große Mops werde ich auch gleich los. Wirklich, da wirst du aber staunen, was ich mit dir machen kann, meine Dame und mein Herr. Ui! Na lu! Was denn sonst? Der Rücken wird schwierig fallen, aber ansonsten kann man gut kämpfen. Müde. Hey! Eine Chance habe ich gegeben. Der Rest musst du leider selbst erledigen. Tut mir leider Gottes ein bisschen leid. Und nun habt ihr beide was zu kämpfen. Oh, ein Level 3. Was für eine Pracht. Endlich mal irgendwie was zu kämpfen. Also ich glaube, beide sind ein bisschen blöde. Hast du was dagegen, mein Herr? Denke, da wird noch einiges gehen hier im Kampf, oder? Oder ist schon fertig? Ein spektakulärer Kampf, my lady. Meine Freunde, jubelt so laut, wie ihr könnt. Für unsere neue Meisterin. Dürfen wir gleich weiterkämpfen? Das ist schnell verdientes Geld, ehrlich gesagt. Du da, meinst du, du kannst dich mit ein paar Schlägern anlegen? Komm, noch einmal. Komm noch einmal, komm noch einmal. Yeah. Ich finde es ein bisschen cool, ehrlich gesagt, solche Shit zu machen und irgendwie nichts auf die Story kacken. Komm mal hier, bestest. Oder? Wir fangen wieder von vorne an, hä? Level 1, ach, Mist. Bestimmt, ich will Frischfleisch. 1200, das ist cool. Ja, Brüste Wiener 1. Sehr schön geformt. Hallo? Da hat man nur darauf gewartet, bis die Dame kommt. Oh. Hey, das wirst du bezahlen mit deinem Leben. Uiuiui. Oh, ey! Ich bin wirklich nachlässig. Ich werde nachlässig. Das darf man mir nicht ansehen, aber ich werde nachlässig. Na logo, will ich weitermachen. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, stolz kann man dann was anderes machen, aber hey. Flink ist mein zweiter Nachname, nehme ich mal an. Hey! Ich bin auch sehr stark, irgendwie wegen dem... Naja, was auch immer... Was ist die nächste? Lalalalalala. Wieso? Ja, darum nehme ich auch deine Kollegen auseinander, wie gestört. Schön wie eine zarte Fee und doch so hart. Krieg ich nochmal ein anderes zu Gesicht?
Sehr schön. Da hat man was Richtiges hier auf dem Feld, oder? Hey! In Level 3, was für eine tollkühne Wahnsinn! Hui! Also das ist ja hier wieder Verburner. Hui! Also das kannst du selber messen, mein Freund, wenn du mal tot bist. Ein spektakulärer Kampf, my lady. Meine Freunde, jubelt so laut, wie ihr könnt. Für unsere neue Meisterin. Haben wir keine neuen Death-Punkte mehr? Hm. Lust auf eine Herausforderung? Sorry, habe ich echt nicht gerade... Aber wieso haben wir jetzt... Wieso haben wir jetzt eine Fähigkeit zu bekommen? Hm. Ich mache zuerst Leben, bevor ich etwas anderes mache, hier im zweiten Sektor. Das ist schneller heilen, oder? Genau. Als nächstes nehme ich dann wirklich den hier. Und dann gehe ich dann zu dem Ding hier. Also ich werde dann eigentlich sozusagen alles, das spezialisiert ist, nicht machen. Das heißt, die rechts hier werde ich für Eevee nicht machen. Plus die zwei hier und den Schädelspalter, glaube ich, hier. Also vorerst. Wenn wir dann noch genügend Level haben oder Fähigkeitspunkte in dem Sinne, können wir das schon machen. Aber fürs Erste mache ich das mal nicht. Und werde mich einfach so vorarbeiten. Was ist überhaupt hier oben? Das Ding, ach so, einfach nur einsetzen. Okay. Sorry. Hätte ich nicht machen dürfen. Treten Sie näher. Nur das Beste vom Besten. Öffnen? Öffnen? Öffnen. Da kommen wir nicht mehr rein, oder wie? Es ist hier, okay. Das wird uns einfach nicht mehr angezeigt, nehme ich mal an. Und wie ist denn unser... Wo ist denn unser... Ah. Unser Helix bewegt sich da oben. Dame. Sehr schön. Mit der Hand noch kurz eingesammelt. So, das heißt dann... Was ist da oben? Hä? Aber... Jetzt können wir alle Rennen machen, oder was? Maximale, was gibt's hier Maximales? Versucht doch mal nach oben eine Bestleistung zu erzielen. Das geht auch nur 1200, aber... Naja, machen wir das jetzt im Let's Play? Ich weiß gar nicht. Ja, was wir machen, ist mal hier kurz ja, den Aussicht. Verdammte Scheiße, ich wollte eigentlich in der Aufnahme husten. Aber manchmal geht's nicht anders, weil der Hals ist so gereizt gerade, wirklich. Also... Ja. Ja, es kitzelt wie. Es kitzelt immer und immer und immer. Das ist so beschissen. Einfach nur am Kitzeln das Ganze hier. Meine Frisur wird echt nicht schöner. Also, das kann ich irgendwie antun. Hier, guck mal an. Das sieht einfach nicht mehr gut aus, das Ding. Meine Haare sind entweder. Ja, ich bin heute in der Dusche gegangen, aber. Die können nicht besser aussehen. Ist einfach so. Ich sehe kacke aus. Wollte ich hier nach oben? Nein, aber ich kann so rüber segeln. Stockbrokers. Ah. Also irgendein Lager oder so kann ist hier unten durch. Das werden wir eventuell noch genügend schnell herausfinden, aber wir werden jetzt hier mal kurz auf den höchsten Punkt von London segeln oder reisen oder was auch immer das sein wird. Und da ist auch noch ein Helix.
Wo wir den irgendwie... Ja, den können wir holen. Das, ja, es gibt ja schon Strom, das heißt, es... Leuchten die überhaupt? Theoretisch sind ja hier so in der Konstruktion ja nicht. Aber wer weiß das schon im echten Leben? Ob das Ding dann wirklich geleuchtet hat oder nicht, das ist ja schon Jahre her und kein lebender Zeuge ist mehr vorhanden. Oh. Das hätte ich nicht erwartet, dass hier eine Truhe rumliegt. 65! Na tolle, wo ist? Da haben wir auch sehr viel zu tun. Meine Dame. Ui, oh. Also hier oben möchte ich mich echt nicht rumtreiben. Das ist... Hä? Was soll denn das jetzt gerade gewesen sein? Gibt es eine gewisse... Warte mal kurz. Ist das Dach verrostet? Wahrscheinlich gibt es ein Muster oder so, damit man ein bisschen sparen kann. Ich muss hier... Ich kann hier hoch. Okay, alles gut. Meine Dame, bitte sehr. Das macht doch ziemlich viel einfacher und viel schneller auf jeden Fall. Aber es wäre eigentlich so gesehen einfach nur geil hochzuklettern. Aber wer möchte das in der heutigen Zeit schon noch? Niemand mehr, außer die eingesessenen Assassinen. Das ist ein geiles Feature, aber ich bevorzuge immer noch das Klettern, obwohl ich es einfach ein bisschen vernachlässige. Aber nun haben wir eines der größten Gebiete oder eines der dicht besiedelsten Gebiete. So rum ist es eigentlich. Da habe ich eine Truhe gefunden. Eine Truhe. Eine Truhe habe ich gesehen. Ja, eine Truhe, wie eh und je. Wo sonst, wenn nicht am Zentrum? Ach so, ist ja ein Schloss, das man knacken muss. Also los. 1, 2, 5. Oh, ho, ho, ho. Haben wir jetzt nur... Oh. Na, was ist hier? Level 6. Oh, oh, oh. Das ist zu vieles Guten. Hier ist... Level 5, das wäre eigentlich optimal für uns. Und hier ist Level 3. Hm. Hey! Was hast du runter? Ob das gut gehen kann, hier runter zu segeln? Ob es keine Schmerzen geben könnte bei der Aufprallgeschwindigkeit? Und da unten ist unser wohlgeformter... Hui! Haben wir doch noch einen Sprung gewagt. Was ist denn hier? Hier ist nur zwei Fenster. Was heißt nur? Fenster sind auch sehr schwierig zum Herstellen. Mit Glas umzugehen war nicht eine Leichtigkeit. Aber ich glaube, in dieser Zeit herum war es doch schon eine recht verbreitete Sache. Wenn wir hier mal anschauen. Es war schon sehr großzügig mit Glas alles verdeckt. Es war nicht mehr klein und... Sorry, es war nicht mehr klein und kuschelig da, dass man nur kleine Luken gebaut hat und nichts mehr gesehen hat, sondern man hat richtig große Sachen gebaut. Und meine Freunde, ich denke, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, denn heute ist schon wieder ziemlich lange geworden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.